Buhachi, Freunde! Yeah! Nee, ich habe mich umentschieden, ich werde nicht nach Kakariko laufen, weil ihr seht ja, wir haben nur noch ein Herz und die Zombies sind ja wieder da. So wie wir die Zombies kennen, weil die sind ja unverwüstlich und die kommen immer wieder und naja, die sind halt. Das sind wie Stehuffmenschen, die kommen einfach immer wieder, das kannst du nicht verhindern. Und wenn ich jetzt recken würde und ich würde in die Uff nehmen, Alter, das wäre ja so kacke. Ah! Greif mir die an, Mann! Klingst wie eine Jungfrau! Okay, ich erspare euch keinen, also. Okay, ich tue euch jetzt den Lauf drauf. Ach, na, Kakariko ist ja nicht weit und wir haben unser Pferdchen hier geparkt. Hi, Ferdi. Mann, da leiden die Frames schon wieder mal. Ich brauche echt einen besseren PC, Freunde. Weil, ich glaube, ich muss es 10.000 Mal erwähnen, bis ihr es alle denn gemerkt habt. Ja, ich bin ein armer Let's Player. Ich mache aus der Scheiße, die ich habe, das Beste. Und das ist Kunst. Wenn man denn was Vernünftiges draus macht. Uah! Halt. Ja, die Treppen kommt das Pferdchen nicht hoch. Das ist nicht sehr helle, glaube ich. Schnell, es wird gleich nachts. Walking. Los, Sport machen, Linky. Du musst es so wie ich machen. Abnehmen, dann wirst du schneller und athletischer. Und die Frauen stehen noch mehr auf dich. Obwohl die Frauen eh immer schon über viel auf Link stehen, was ich gar nicht verstehen kann. Naja. Und jetzt kann ich hier hoch. Und wir gehen nochmal ins Schoolie-Haus, weil ich glaube, ich habe jetzt, Moment, einmal ein Looky-Looky machen. Ja, wir haben 32 Skulltulas. Hi, Alter. Ciao, Alter. Und rinne in die Türe. Ich glaube, das kann ich auch als großer Linky machen. Ich hoffe jetzt einfach mal. Ja, da hinten ist er. Ja, geh weg. Hi, du. Was geht ab? Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Mann, der tanzt rum wie so ein Clown. Yeah, die Riesenbörse. Und die heißt nicht umsonst riesig, denn jetzt können wir 500 Rubine mit uns rumschleppen, die wir gar nicht brauchen, weil dieses Spiel ist nicht sehr geldfixiert. Ach ja, das ist doch mein Musterbeispiel für die reale Welt. Sollte die ganze Welt nicht ohne Geld laufen? Aber ich glaube, das wird niemals jemand schaffen. Darum werde ich jetzt hier nicht groß rumphilosophieren und mir irgendwo mal was suchen, damit ich hier nicht die ganze Zeit rumpiepe, weil das ist irgendwie ätzend. Kiste, gib mir Herzen! Mano. Ich habe gesagt, gib mir Herzen, Mann! Ah! Freunde, da kommt mir gerade ein Wink. Ein großer Wink, aber erstmal hole ich mir jetzt ein Herz, weil sonst geht mir das echt auf die Ketten, Freunde. Gib mir Herzen, Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Bomben, ich will keine Bomben, ich will Herzen! Oh, geil. So, und hier nochmal ein bisschen Gras schnippeln und hier nochmal ein bisschen Gras schnippeln. Und nochmal den Baum anbetteln. Oh, wir sind das erste Mal über 200 Rubine, Freunde. Geil. Und, sind hier noch Herzen drin? Nö. Der Geizkragen. Baum am Dorfeingang gibt mir nix. Hey, Alter. Alter, also Freunde, hat er eine Weste oder hat er nur eine fette Achselbehaarung? Oh, Alter. Freunde, es geht jetzt darum... Hey, willst du das Spielchen wagen? Es kostet nur 20 Rubis. Denn ihr wisst ja, der Marktplatz ist im Arsch und ja, dafür ist ja jetzt die Schießbude... Warum leiden meine Frames gerade so? Keine Ahnung, Freunde. Oh, ich glaube, es könnte hier in diesem Part was passieren, das fällt mir gerade ein. Ach naja, wenn es passiert, dann passiert's eben. Willst du das Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Yeah, man. Okay, das hier ist was für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auf die Plattform und ziele genau. Du hast 15 Schüsse und musst alle 10 Steine treffen. Ja, ist ja gut, Mensch. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz eine Pause in dem Part hier machen. Aber erst mache ich das hier. Ah! Hey! Warte doch mal gefälligst auf mich. Okay, ganz chillig und ganz chillig und... Oh Gott, ich verkacke. Okay, der Grüne. Und dann kommt noch... Und der fliegende Grüne und dann... Oh mein Gott. Und jetzt kommen die letzten Blauen. Yeah! Strike, Leute. Ich bin begeistert, klasse göttlich, Mann. Du bist ein Gangster. Nein, bin ich nicht, Mann. Ich bin ein Abenteurer. Freunde, der große Köcher! Yeah, kaum haben wir ihn gekriegt, schon haben wir 40 Pfeile im Petto, Mann. Das ist doch geil. Ja, denn mein USB-Controller ist ja nicht gerade Nintendo 64-Controller. Ihr wisst ja, meine C-Stick-Probleme und so ein Zeug, ne?
Und deswegen ist es immer gut, wenn man ein paar Pfeile mehr in petto hat, ne? Also, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache jetzt hier nur Pause, das bleibt der gleiche Part, glaube ich. Aber meine Festplatte ist übergequollen, schon wieder mein Cup vorhin gesehen, der letzte leere Speicher. Und würde ich jetzt weiter drehen, dann würde ich wieder mittendrin irgendwo einfach mal eine Fraps sagen, nö, hast keinen Speicher mehr, ich nehme nicht mehr auf. Und deswegen mache ich jetzt hier kurz einen geplanten Zwischenstopp, bevor mir Fraps jetzt hier voll denn so einen miesen Abschnitt macht. Freunde, bis da sind wir auch gleich wieder. Hier, yeah, Freunde. Ich glaube, es ist genau das passiert, was ich erwartet habe, aber dass es jetzt derart knapp wird, hätte ich nicht gedacht. Das waren noch 240 Megabyte frei. Das heißt, das wäre für Fraps eine Freieintrittskarte gewesen, meiner Festplatte kräftig einen Arschtritt zu verpassen. Das wäre ja nicht so schön gewesen. Und ich hätte wieder mitten meinem Dauerquatschen, ihr kennt mich ja, wäre einfach abgebrochen. Das wäre so uncool. Also war ja ganz gut, dass ich jetzt zwischendurch hier mal so einen kleinen Cut gemacht habe. 10 Minuten sind noch auf dem Willenpart, Freunde. Freut euch, aber wir wissen jetzt gar nicht, was ich hier machen soll. Okay, wir haben die große Tasche und können wir noch im Friedhof irgendwas machen? Ich meine, wir sammeln ja keine Herzteile. Ihr könnt ja von Dungeon zu Dungeon laufen. Das beschleunigt das Let's Play. Um einen, ich glaube, dann muss ich euch wirklich nachher ein Let's Collect Herzteile und Skoolies zeigen, weil, ja, okay, das wird eh wohl so ein Zusammenschnippel an Filmmaterial. Ah, mir fällt gerade was ein. Ich wollte gerade Skulltulas erwähnen. Da fällt mir ein, dass ich, wenn ich jetzt hier in den nächsten Dungeon rindagel, dann kann ich ja sowieso nicht sofort darin. Da muss ich ja sowieso nochmal als kleiner Linky hin, weil da muss ich zum Hylia See und der Vogelscheuche was vorspielen, weil ich habe kein Problem damit. Also, naja, ich Let's Play ja gerne. Ich hatte heute eigentlich nur Bock zu spielen und, naja, Let's Playen ist ja auch bloß der nächste Begriff dafür, das einfach aufzunehmen. Ich meine, ich laber beim normalen Zocken ja ganz genauso, deswegen ist das eigentlich völlig egal. Ob ich zocke oder Let's Play, das ist nur der Unterschied zwischen nicht aufnehmen und aufnehmen. Mehr ist das nicht. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal ins... Ach ja, warte mal, wir haben ja unser cooles Lied. Warte mal, nee. Nee. Achso, war so rum hat. Nee, man. Hä? Das war richtig? Ich hab jetzt bloß gestümpert hier. Oh, meine Freunde, das war gerade cool. Ich hab jetzt hier bloß gestümpert und überlegt, wie das Lied geht. Und dabei habe ich es geschafft. Ich weiß zwar nicht wie, aber es passt schon. Geil. Okay, Freunde, lasst euch nicht beirren. Gerade sehr cool. Und wir sind in der Zitadelle der Zeit. Und stimmt jetzt mal. Ja, ich benutze das Wort normal. Mein Schwert hier rein. Ja, ich erinnere mich noch an die Kritik bezüglich dieses Dümms. Ich meine, ihr kennt ja das alle, das ist ja schon da bekannt unter, ja, den Luxeck Links Fans. Aber, ja, ich habe mir schon was überlegt, keine Angst. Jetzt hauen wir erstmal unser Schwert hier rein und Excalibur! Nein, falsches Spiel. Und falscher Film und falsche Szene und naja, ihr wisst schon. Und ja, unser Fruchtzwerge-Effekt ist wieder völlig im Eimer. Echt zum Kotzen. Und heppa! Wir sind wieder der kleine Mini-Linky hier mit der Young Link, wie jetzt Super Smash Bros. Melee sagen würde. Und mit unserem komischen Brotmesserchen hier. Mann, das werde ich vermissen, mein riesen Begeron-Schwert hier mit in den Kampf zu schleppen. Und ich gehe jetzt mal ganz schnell zum Hylia-See. Da kann ich nämlich noch ein bisschen was machen. Ein bisschen coole Sachen machen, weil, oh Gott, das wird ja ein Laufpart. Oh mein Gott, wir sind ja schneeweiß. Ach ja, wundert euch nicht schon wieder. Ach, ja, okay, das ist nur Nebeleffekt oder so. Das geht weg, okay. Ich wusste gar nicht, war das im Nintendo 64 auch so? Keine Ahnung, überfreicht. Ja, oh Gott, zum Hylia-See. Wie kommt man denn am schnellsten zum Hylia-See? Also ich würde ja jetzt fast sagen, ich gehe in den Zora-Fluss und dann tauche ich da unten durch, aber den ganzen Bach hoch und naja, und dann muss ich da oben das Lied spielen und Zoras Reich und so. Ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. Okay, ich werde einfach, ich werde jetzt einfach ein bisschen laufen und dabei einfach mal ein bisschen was dazwischen faseln. Das ist ja alles nicht so wild. Ja, aber was ich machen kann, ist das Rückwärtslauf-Dingsbums. Das ist ja mal ein schöner Tricky und... Hey. Freunde, schön chillig. Aber die werden uns noch nicht das letzte Mal über den Weg laufen. Die gehen uns jetzt noch öfters auf die Ketten. Das... Ja, genau. Aber wir sind zu schnell. Haha, Loser.
Und ihr seht, wir nähern uns und nähern uns und nähern uns und nähern uns und nähern uns. Und mit dem Beat von links Schritten sind wir aber vermutlich auch irgendwann bald da. Und mal kicken, wie sieht denn jetzt der Laufwinkel aus? Okay, einmal hier um die Ecke. Ach du Scheiße, hier sind ja die komischen Killer-Dings anders, ne? Oder war das erst, wenn ich groß bin? Keine Ahnung. Einfach laufen. Einfach laufen. Mann, wir suchen schon wieder hier. Freunde, also ihr seht schon, heute zwei Ocarina auf keinen Part, finde ich sehr cool. Und es gibt auch noch ein Banjo-Tooie-Part. Und ja, ich werde mich nicht lumpen lassen, weil es sind jetzt Sommerferien und ich habe halt eine Woche in Schweden. Das heißt, wir fahren am 15. los. Und wenn ich jetzt hier so, ich glaube, es sind 8-9 Tage, die wir weg sind. Und, oh mein Gott, ich kann eigentlich nicht 8-9 Tage ohne Let's Plays lassen. Dass ich, das kann ich nicht verantworten. Weil, wenn ich mehr Let's Plays mache, gibt es auch ein, zwei Abos mehr. Freu. Also, ja, ihr seht schon, da hängt so ein bisschen der Abo-Lappen raus. Nein, nicht wirklich. Also, ich habe 64 und es ist 3 Downs gekommen und ich finde das irgendwie cool, weil damit bleibt mein Nintendo 64-Status erhalten. Aber ich werde mich echt nicht lumpen lassen und mal demnächst ein neues Gameboy-Let's Play anfangen. Sowas in die relativ kurze Richtung. Irgendwas aus der Mario-Wario-Ecke vielleicht, weil es gibt ja jetzt im Moment kein Mario-Let's Play mehr, was ich nicht so cool finde irgendwie. Das heißt, es wird demnächst ein neues starten. Ohne Ankündigung, einfach so trocken, mitten rausgeschossen, einfach so. Wenn ihr denn Ankündigungsvideos von müsst, dann könnt ihr mir das alles gerne schreiben. Ich meine, vielleicht sind ja Ankündigungsvideos gerne gesehen, aber ich finde den Überraschungseffekt, der ist manchmal sehr reizvoll. Also, angeln könnte man ja auch, wa? Ach nee, das gibt ja ein Herzteil, oder? Ja, ich glaube, als Großer muss ich das machen, dann kriege ich die goldene Schuppe, die man nirgendwo braucht. Und dem hier werde ich jetzt ein Lied vordudeln, was ich mir dann irgendwo jetzt hier mal auf den Zettel kritzeln werde, damit ich mir das Zeug behalte. Ich brauche mal Steve. Ja, Freunde, ich nehme jetzt hier einen Kugelschreiber, der schreibt lila. Aber okay. Ich glaube, der ist das, dem ich das hier vordudeln muss. Huch, mein Mikro ist verrutscht. Oh, wow, du hast eine Ocarina. Hey, warum flötest du mir nicht? Ich flöte dir gar nicht, Alter. Wenn, dann flötest du mir, was, du Schwuchtel. Nein. Spart euch jetzt die dummen Kommentare gerade von mir. Süßer. Oh Gott, der ist wirklich schwul. Also, was denke ich mir denn aus? Ich fange jetzt mal einfach von oben an und gehe einmal ganz sexy im Kreis. Oben, rechts, unten, links. Oben, rechts, unten, links. Oben, rechts, unten. Links. Oben, rechts, unten, links. Und ich glaube sogar, dass ich den Part wieder beenden muss. Haha. 8 Noten kannst du dir merken muss. Naja, hab ich doch. So, das heißt, wir haben dieses Lied jetzt. Und ich glaube sogar, ich muss hier als großer Link nochmal hin und dann hier dem nochmal das Lied vorspielen, damit das auch wirklich funktioniert. Aber da bin ich mir nicht sicher. Und deswegen beende ich jetzt den Part, bevor ich in den nächsten Dungeon gehe, damit ihr mir ganz, ganz, ganz brav in die Kommentare schreiben könnt, ob ich als großer Link nochmal hierher muss, um den, um dieses Lied denn jetzt nochmal vorzuspielen. Darum würde ich sehr bitten und würde mich auch sehr erkenntlich mit einem Dankeschön zeigen, aber mehr kann ich leider nicht geben. Das soll ich auch groß geben. Außer eine Parts und die kriegt ihr alle kostenlos. Das ist besser als Fernsehen, Freunde, glaubt mir. Denn das kostet kein GEZ. Naja, obwohl die eigentlich schon einführen wollen, dass man das jetzt auch hier für PC und so bezahlt, was ich ja nicht so sexy finde. Also, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. Und ich hoffe jetzt, die 10 Minuten habe ich jetzt dazu geschnibbelt durch meine Fraps-Pause. Und dann werden wir wieder uns big machen, wenn ich denn meine Antwortskommentare habe. Und gleich geht's weiter mit Banjo-Tooie, Freunde. Bis denn. Ciao und haut rein. Bye, bye.